Und darüber wollen wir jetzt im Studio sprechen mit der Social-Media-Expertin Elisabeth Kuri vom Verein Epicenter Works. Einen schönen Abend, willkommen bei der ZIB3. Schönen Abend, danke schön. Ja, Frankreich überlegt eine schärfere Gangart, was die Nutzung von Social Media angeht. Für unter 13-Jährige sollen TikTok und Co. verboten werden. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Idee? Ich würde sagen, generell Verbote sind immer ziemlich schwierig, gerade im Umgang mit Kindern, ihnen wirklich die Realität oder den Blick auf die Realität zu nehmen. Was man aber dazu sagen kann, ist, Frankreich möchte diese Altersbeschränkung einführen. Das Ganze haben die Plattformen aber schon in ihren Nutzerbedingungen stehen. Das heißt, Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und Co. dürfen auch erst ab 13 Jahren genutzt werden. Das steht jetzt schon in den Nutzerbedingungen. In Österreich beträgt das Mindestalter zur Nutzung von Social Media 14 Jahre. Man kann sich aber laut Nutzungsbedingungen bei TikTok und Instagram schon mit 13 anmelden für einen Account. Wo bleibt denn da die Kontrolle überhaupt? Also grundsätzlich können die Plattformen das kontrollieren. Das ist natürlich ziemlich schwer, weil grundsätzlich laut DSGVO muss man es relativ einfach machen, diesen Altersnachweis. Und das wird anhand von einem Häkchen, ja, ich bin 13 Jahre, oder einem einfachen Geburtsdatum gemacht. Und da fällt es natürlich den Plattformen sehr schwer, das Ganze nachgehend zu kontrollieren. Jetzt ist ja der Hintergrund, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen so stark gestiegen ist. Viele Mediziner haben dazu auch geforscht und auch an der Wiener Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es da eindeutige Belege. Je mehr Zeit Kinder und Jugendliche auf Social Media verbringen, desto höher ist dann auch sozusagen die Gefahr, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken. Muss man da nicht irgendwas tun, um die Kinder und Jugendlichen besser zu schützen? Da muss man auf jeden Fall was tun. Das ist gar keine Frage. Die Zahlen sind gravierend und schrecklich. Wo man ansetzen muss, unserer Meinung nach, ist ganz klar bei der Bildung und auch bei der Aufklärung. Also, dass wir eben den Kindern nicht verbieten, auf sozialen Netzwerken zu sein, sondern sie da einfach mitnehmen, sie an der Hand nehmen und sie unterstützen bei einem selbstbestimmten Umgang mit sozialen Medien. Weil wir leben nun mal in einer Informationsgesellschaft und da ist es unfassbar wichtig, den Kindern einfach auch beizubringen, wie gehe ich mit Medien um, wie gehe ich mit Social Media um und sie da nicht in ein scharfes Messer rennen zu lassen. Jetzt tritt ja am kommenden Freitag ein strengeres EU-Gesetz über digitale Dienste in Kraft, der sogenannte Digital Services Act. Damit will man eben die Verbreitung von Fake News verhindern und auch die Grundrechte stärken. Ist da auch was vorgesehen, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen? Ja, da ist auf jeden Fall eine Risikominimierung und eine Risikoanalyse für die Plattformen vorgesehen. Das heißt, sie müssen zuerst analysieren, wo sind die Risiken. Und da vor allem achten auf die Meinungsfreiheit, geschlechterspezifische Gewalt, Hassrede, Hetze und so weiter. Und vor allem Grundrechte von Kindern und Minderjährigen stehen da besonders im Vordergrund. Der französische Premier Attal zeigt sich ja zuversichtlich bei dem Thema Altersgrenze, auch die Kooperation der großen IT-Konzerne einzuholen und glaubt, dass die da auch gerne mitspielen werden. Sehen Sie das auch so zuversichtlich? Ja, wie gesagt, teilweise spielen sie ja auch schon mit und haben da ihre Regeln und versuchen auszubauen, auch wie kann Alter erkannt werden. Anhand von KI und anderen Maßnahmen sehen wir jetzt bei Instagram zum Beispiel. Und wir sehen aber auf jeden Fall, dass große Plattformen wie auch Facebook jetzt schon anfangen, Maßnahmen zu entwickeln, die eben dem DSA gerecht werden und dafür auch zu einem geregelteren Internet und Platz für unsere Kinder auf Social Media sorgen. Thank you.